Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute ein Gerät an, das die Welt komplett verändern könnte. Dieses Gerät wurde von der Firma Neuralink entwickelt und die Firma wird von Elon Musk geleitet. Was kann dieses Gerät? Es kann Gehirnströme aufzeichnen und vielleicht später auch senden, sozusagen Gedanken auswerten. Wenn dich das Thema interessiert, dann wünsche ich dir mega viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Beginnen wir gleich mal. Dieses Gerät heißt Linked und ist ein Mini-Computer-Hirn-Interface. Was heißt das Ganze jetzt? Ist einfach eine Schnittstelle zwischen Hirn und Computer. Elon Musk will es dazu verwenden, um Krankheiten zu heilen. Er will es auch später verwenden, um Computer und Mensch zu verschmelzen sozusagen, damit die Menschen eben noch besser werden. Und da hat er drüber eben eine Konferenz gehalten, er hat das ganze Gerät vorgestellt und hat eben es gezeigt. Das seht ihr jetzt hier, wie das aussieht. Und es ist kaum größer als eine Münze und wird in die Schädeldecke implantiert. An dem Gerät sind ganz dünne Drähte, die sind 12-mal so dünn wie ein Haar. Und diese werden eben, ohne das Gehirn zu verletzen, mit einem dafür vorgesehenen Roboter an das Gehirn angeschlossen. Genau, die Operation ist auch gar nicht schlimm. Die ist in einer Stunde von dem Roboter durchgeführt und man braucht keine Vollnarkose und man kann am selben Tag sogar schon wieder nach Hause gehen. Genau, das Gerät ist momentan in der Version 0.9 und wurde schon an Schweinen getestet. Man sieht in den Videos, die ich euch jetzt zeige, wie dieses Gerät die Gehirnströme auswertet und ja, mit einem Ton und grafisch darstellt. Immer wenn es die Schnauze bewegt, dann sieht man das eben schon in der Grafik davor und es piepst dann eben auch. Somit konnte man darstellen, dass die Gedanken tatsächlich aufgezeichnet wurden. The beeps you're hearing are real-time signals from the neural link in Gertrude's head. So this neural link connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes, which are detected here. And so on the screen, you can see... Genau. Dann will Elon Musk das Gerät für die große Masse zugänglich machen. Also jetzt ist es natürlich noch teuer, wenn man sich das implantieren lassen will, aber später soll es nur noch so um die 1000 Euro kosten und sollen sich halt mehrere Leute leisten können. Denn er will mit diesem Gerät, in der späteren Version natürlich, will er die Gehirne der Menschen vernetzen, sozusagen eine Hirncloud. Das Ganze funktioniert dann übers Internet und somit kann jeder die Gedanken des anderen übertragen. Später will er auch dafür sorgen, dass wir eigentlich gar nicht mehr reden müssen, sondern uns einfach nur die Gedanken senden können über diese Interfaces. Genau. Wie funktioniert das Interface? Kommen wir zu den technischen Daten. Das Interface hat Bluetooth. Es hat induktives Laden. Also man muss in der Nacht, wie bei einer Smartwatch, die Ladestation hinten ans Hirn festmachen und dann wird das Gerät geladen, hat einen Tag Akku, also jede Nacht muss man eben das aufladen. Außerdem will er über dieses Interface zum Beispiel Prothesen für Querschnittsgelähmte oder Leute, die ihren Arm verloren haben, diese Prothesen dann eben Befehle über diese Gedankenauswertung senden, zum Beispiel Bluetooth. Dann zu den Sicherheitsrisiken. Natürlich ist das Ganze ethisch schwierig zu managen, vor allem weil die Computer auch immer intelligenter werden. Man weiß nicht, was mit künstlicher Intelligenz passiert. Das ist der eine Punkt, aber ich wollte jetzt eher auf Bluetooth eingehen und das Gerät an sich. Bluetooth ist bekannt, ist hackbar, zumindest ältere Versionen. Aber neue Sicherheitslücken können immer gefunden werden und deswegen ist es auch natürlich ein Ziel für Hackerangriffe. Ist vielleicht nicht so toll, wenn man dann irgendeinen Computer in seinem Kopf hat, der dann von irgendwem anders gesteuert wird oder gehackt wird. Deswegen
ist hier auf jeden Fall vor sich geraten. Und der andere Aspekt, elektromagnetische Verträglichkeit. Wenn du zum Beispiel das in deinem Kopf enthalten hast, diesen Chip, und du gerade damit arbeitest, so, und ein elektromagnetischer Impuls kommt, ein starker, auf deinen Kopf, kann es sein, dass dieses Gerät ausfällt oder irgendwelche Störungen bekommt und dann deine Gedanken komplett verwirren oder es eben einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was dann die Auswirkungen sind. Das ist auf jeden Fall ein sehr kritischer Punkt, dass du anfälliger für elektromagnetische Strahlung bist, wenn du es implantiert hast. Genau, das sind die zwei Sicherheitsaspekte. Natürlich, was die Firma damit macht, das ist natürlich auch immer so der Punkt, wer Zugriff auf dieses Gerät hat. Aber wir hoffen einfach mal, dass es nur für gute Zwecke verwendet wird. Und ja, wir müssen schauen, wie es wird. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen dazu habt, so Diskussionen führen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich frage mich euch, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet oder schlecht so. Ich finde das krass auf jeden Fall, dass die Menschheit sich durch dieses Gerät noch schneller entwickeln könnte. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber es hat eben auch sehr viele Risiken und es kann auch leicht missbraucht werden. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Channel für mehr solche Themen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Mach's gut und bleib sicher. Peace.